Wenn es um den Bambi geht, ziehen die Promis alle Register. So beschert uns die Preisverleihung nicht nur hochkarätige, sondern auch rare Gäste. Denn hier sind auch die sonst öffentlich wenig präsenten Partner der Stars mit auf dem roten Teppich. Ganz besonders freut uns das im Fall von Sarah Connor. Die Sängerin posiert an der Seite ihres Ehemanns Florian Fischer für die Fotografen. Und das ist eine echte Seltenheit. Zuletzt haben wir das seit 2017 verheiratete Ehepaar gemeinsam auf dem Dream Ball im selben Jahr bewundern dürfen. Umso schöner, dass die 39-Jährige ihren Herzensmann jetzt an dem für sie so wichtigen Tag an ihrer Seite weiß. Denn heute wird die Sängerin in der Kategorie Musik National mit dem Goldenen Rehkitz ausgezeichnet. Außerdem eröffnet die vierfache Mutter die Show mit ihrem Ohrwurm-Hit Vincent. Wir sind uns sicher, mit der Unterstützung von Manager und Ehemann Florian kann da wohl nichts mehr schiefgehen.